Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Ausgepackt aus dem Hause Modellbau König. Ja, ich bin der Christian und ich stelle euch heute hier dieses Modell vor. Ja, wer hätte es gedacht, ein Tiger ist ja mal was ganz Neues, so Spaß beiseite. RFM 5071 im Maßstab 1:35 habe ich hier den VK45.01, H für Henschel, Fahrgestell Nummer V1, auch da wieder Versuchswagen 1. So, und da Tiger Experimental Series, so der Oberbegriff von diesem Panzer, 14 Spritzlinge plus Ätzteile. Vanessa kommt separat, ein kleines Metallteil, eine Einzelgliederkette, 16 Baustufen. An Nassschiebebildern sind die Balkenkreuze mit enthalten und das Ganze zu einem Preis von knapp unter 50 Euro. Und was muss man dazu sagen? Diesen Bausatz gab es, so bin ich der Meinung, noch nicht. Dragon hat das, glaube ich, mal, hatten sie diese Teile mit beigelegt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gab es von MR Modellbau dafür mal ein Update-Set, um das Dragon-Set auf diesen Urtiger mal herstellen zu können. Was den Urtiger zum Urtiger macht, den Papa praktisch der Tiger, dazu kommen wir natürlich gleich. Wir fangen wie immer mit der Anleitung an, die sich ja schon seit einiger Zeit relativ auch von den Titelbildern ein bisschen mau präsentiert, so nenne ich das mal. Wir haben hier das Deckelbild praktisch nochmal abgebildet, dann natürlich worum es sich handelt, hier die Piktogramme und darunter dann die Erklärung in Englisch und in Chinesisch. Ganz traditionell haben wir hier die Übersicht der Teile. Das sollte passen im Bund und in Farbe. Das wiederum finde ich richtig, richtig gut. Hier kann man das auch nochmal sehen. Hier kommen die Schwingarme rein. Die werden hier eingesetzt, die einzelnen Bauteile. So, und was macht den ganz frühen Tiger zum ganz frühen Tiger oder ich sag mal zum Versuchstiger? Das kann man hier zum Beispiel im Auspuff sehen. Dann ist die Tieffahrteinrichtung, die war da noch da. Dann haben wir vorne so eine Art Vorpanzerplatte, wurde auch von einigen Zerschellerplatte genannt. Die haben wir dann hier, die sollte dann auf- und abgeklappt werden worden sein. Das hat sich alles nicht so ganz durchgesetzt. Hier kann man das Ganze dann sehen, so in diesem offenen Zustand. Da sind aber auch noch ein paar andere Sachen. Die Kette ist, glaube ich, noch ein bisschen anders, wenn ich mich richtig erinnere. Möchte da aber auch kein Quatsch erzählen. So, eine Inneneinrichtung haben wir nicht. Das erleichtert das Ganze natürlich. Die kraftvolle 8.8 L56. Am Turm, wie gesagt, da sind auch noch einige kleine Änderungen zu den Serienfahrzeugen, zu den frühen. Hier ist dann diese sogenannte Tieffahrteinrichtung, die dann ermöglichen sollte, ich muss jetzt lügen, 4 Meter oder so, durch das Wasser zu warten, nach einiger Vorbereitung. Interessant ist ja die Geschichte der Tiger, die eingesetzt worden sind, 1942 im Winter, Matsch, Mistwetter, Leningrad, da ist es ja nun wirklich super sümpfig und so in der Region. Es musste kommen, wie es kommen musste. Die haben sich festgefahren beim ersten Einsatz. Zwei konnten gerettet werden. Einer steht jetzt dankenswerterweise im Kubinka Museum. Den haben die Russen sich natürlich dann gleich einverleibt. So, Spritzling D. Hier haben wir Teile für das Laufwerk, kann man schön erkennen. Hier sind die Schwingarme, einige sehr kleine Bauteile, Antriebsräder, wobei wir davon ein paar mehr haben. Aber das gucken wir uns jetzt hier erstmal an. So, und das Beige der Firma Ryfield ist ganz besonders, gut geeignet, um das hier schön in die Kamera zu halten. Kommt auch immer sehr, sehr scharf rüber. Das kommt tatsächlich dadurch, dass diese Form, bevor die zum Spritzen gehen, dass sie nochmal so eine Art Vorpolierung bekommen, dass sie dann so dieses, im Englischen heißt es so schön crisp, also sehr scharfe Details haben. Und das ist natürlich das, also wenn ich einen Bausatz aufmache, und das hatte ich halt immer bei der Firma Dragon, und dann, wow, und das sieht ja cool aus und so. Und das habe ich bei Ryfield eigentlich am nächsten, wenn man sich dann die Bauteile, die Schärfe anguckt, der einzelne Bauteile, die hier so dabei sind. Das macht für mich das Ganze, das ist schon mal, ich möchte es meinen, die Vorfreude auf den Bausatz, wenn man ihn sich einfach nur mal anguckt. So,
Hier, ihr seht das hier, sind richtig ganz, ganz, ganz kleine filigrane Flügelschrauben. Da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig, ein bisschen langsamer agieren. Die lassen sich hervorragend mit einer Pinzette durch die Gegend schießen. Da spreche ich wirklich, wirklich aus Erfahrung. Und hier, ja, der Tigerturm, wobei das hier dann nach innen gehört und das dann außen. Wir interessieren uns aber in erster Linie um die äußeren Werte. So, und da gucken wir uns hier mal diesen wirklich schön gemachten Turm an. Da sind ja ganz, ganz wichtige Sachen, wie hier die Schweißnähte hier drumherum, um das Guckloch oder auch hier, da wo die Turmecken dann zusammengehört haben. Das ist natürlich das, gerade bei so einem Detail, losen oder wenig detailhaften Teil, wichtig, dass das, was da ist, was da sein muss, dass das dementsprechend dann auch da hervorgehoben wird. So, hier wurde einiges weggelassen für die anderen Tiger oder von den anderen Tiger-Bausätzen. Hier sind dann auch diese ja schon Zubehörsachen, die wir uns jetzt hier mal angucken. Ja, Ryfield hat ja schon echt eine ganze Menge Tiger rausgebracht. Gibt sogar ein eigenes Buch aus dem Verlag von Armo of Mick, der sich nur mit dem Bau und der Bemalung der Tiger von Ryfield widmet. Finde ich schon ganz beachtenswert. Ich hatte das vorher tatsächlich nicht auf dem Plan, wie viele Varianten das da tatsächlich schon gibt, wie viele Modelle und vor allen Dingen, was sich Schönes aus diesen Modellen dann zaubern lässt. Also an dieser Stelle ein bisschen Werbung für das Buch. Ist von Armo of Mick. Artikelnummer habe ich jetzt leider nicht zur Hand. Gibt es auch nochmal für die Tarkom-Panzer. Also da ist ja die Firma Armo of Mick natürlich sehr, sehr rührig. So, und sehr, sehr rührig ist auch der Hersteller, wie man sehen kann. Also Details über Details, das ist schon richtig, richtig gut, was wir hier sehen. Da haben wir schon mal einen ersten Eindruck. Ob der ganze Panzer jetzt so historisch korrekt ist, das müsste man den David Byrne tatsächlich fragen. Das ist ja nicht umsonst der Tigerpapst. Ich müsste mich dafür auch erstmal hinsetzen und die ganzen Bücher lesen, die es da so gibt. So, was ich auf jeden Fall schon mal sehr gut finde, dass diese Bausätze alle nochmal überarbeitet worden sind. Wenn ihr euch hier die Schweißnähte anguckt, die Beschriftung der einzelnen Laufrollen, diese ganzen Sachen, die sind immer nochmal im Laufe der Jahre bzw. der neuen Bausätze besser geworden. Auch das ist ja, zeugt ja wirklich für den Hersteller, dass er seine Arbeit gerne macht und dass er sich dann auch der eventuellen Kritik der Community dann beugt. Meistens. So. Spritzling W haben wir hier. Und ja, hier sind einige Bauteile, die wir zum Beispiel nicht benötigen. Die große Kiste hier zum Beispiel, die Auspuffverkleidung. Das wird alles ein Teil für den gelben Sack sein. Oder alternativ auch für die Ersatzteilkiste. Hier im Slide-Mold gegossen haben wir Anbauteile hier für das Kanonenrohr und auch hier die auffällige markante Werkzeugkiste, Mündungsbremse. Naja, eben alles so, was von den Seiten her schön detailliert sein sollte. Schön finde ich auf jeden Fall, dass hier die Kettenbleche, die wir leider nicht benötigen, dass das einzeln sind, dass die nicht durchgängig gegossen sind. Und ja, wer weiß, so kann man das natürlich auch für oder von anderen Bausätzen dann dafür nehmen. Auch hier Slide-Mold gegossene Teile. Also das ist sehr, sehr schön, sehr fein, sehr filigran. Auch hier empfehle ich, ja, wie eigentlich immer, wenn ihr hier was abknipst, nehmt wirklich hochwertiges, vernünftiges Werkzeug dafür, was das zu entsprechende Teil wirklich abknipst. Schneidet und nicht abkneift, es kommt doch dann am Ende mehr Beschädigung draußen und dann spart man doch wirklich am falschen Ende. So, der große Kasus Knactus dieses Bausatz ist meiner Meinung nach die Kette. Warum? Nein, nicht weil es eine Einzelgliederkette ist, das ist eigentlich mal gar nicht so schlecht, aber hier habt ihr die einzelnen Bolzen, das knickt man hier ab.
Wir haben so eine Baulehre, dann kann man die hier reinklicken, das geht recht einfach. Aber wir haben hier auch noch die Führungsszene, die dann auch noch mit rangeklebt werden müssen. Hier ist übrigens diese Lehre dafür, um das Ganze dann bauen zu können, einfacher bauen zu können. Damit fangen wir hier auch mal an. Lehre natürlich mit EH und nicht EE. So, und hier oben sind die einzelnen Führungsszene und das ist natürlich ein Bausatz im Bausatz, der dann dort ja, bewältigt werden muss. Hier halte ich das alternativ mal gegen. Da seht ihr diese kleinen Pünktchen. Da kommt das Ganze da rein. Ist natürlich echt eine ganze Menge Fummelei. So, und hier die Kettenglieder, die von der Detaillierung wirklich, wirklich gut sind. Also das ist tippitoppi. Aber ja, die Arbeit dahin meines Erachtens doch ein bisschen over the top. Dann lieber ein bisschen weniger Detaillierung. Und dafür ein ja, sichtbares, greifbares Erlebnis, was man nicht ewig und 3 Tage für benötigt. So, die Wanne, ein alter Bekannter, den hatten wir ja auch schon öfters hier. Dann das Turmoberteil, dazu kommen wir gleich. Aber auch hier, guckt euch mal die Schweißnähte an hier. Auch hier die Unterseite, das passt soweit. Auch die Verzahnung hier zwischen oben und diesem unteren, oberen Panzerkastenteil hier. Das passt ganz gut hier, wo die Seitenvorgelege hinkommen. Da müssen dann noch natürlich entsprechend die Bauteile angeklebt werden. Aber auch hier eine schöne, schöne Sache. So, und dann, ja, das machen wir am besten so. Habe ich nämlich hier die Kommandantenkuppel. So, die gucken wir uns erstmal von hier an. Ein separates Bauteil. Sehr schön und sehr aufwendig produziert. Auch das kennen wir ja bereits schon von Ryfield. Tippitoppi. So, Bauteile für den Turm und natürlich einige Anbauteile, wobei auch hier viele, viele Bauteile dann in der Ersatzteilkiste verschwinden. Hier kann man natürlich schon die Verwandtschaft sehen zu den anderen Bausätzen, entschuldigt bitte, zu den anderen Bausätzen, die eine Inneneinrichtung haben. Auch das hat natürlich der Hersteller im Programm. Natürlich muss man heute schon sagen. So, ja, haben wir hier Kanister, diverses Kleinzeug, ein bisschen für den Turm was. Aber wer der Anleitung vorhin gefolgt ist, der hat gesehen, da kommt gar nicht so viel rein. Ich denke, der Vollständigkeit halber sollte man das aber auf jeden Fall auch zeigen. So, warum ist das gerade runtergefallen, kann ich euch erzählen. Wir kriegen ja dankenswerterweise immer schon die Vorabmodelle, aber da merkt man halt, sind ein bisschen noch fettig von den Formtrennern. Deswegen ist das manchmal ein bisschen glänzend und ein bisschen rutschig. So, und hier sind die Anbauteile, die ich euch ja vorhin gesagt habe. Die werden dann an die Wanne aufgeklebt. Hier oben ist auch dieses Schnorchelrohr für die Tiefwarteinrichtung und natürlich hier das Panzerkastenoberteil. Und dann gehen wir mal näher ran, weil hier sind natürlich die Details im Fein hier versteckt, gerade hier mit den Gussnummern, den einzelnen Bauteilen. Also das ist schon richtig, richtig schick. Hier das Heck. So, und dann natürlich die Kühlergrills. Die haben wir hier. Ja, genau. Und dann auch die ja so typischen Tiger-Abdeckungen für den Auspuff. Gestänge kann man fast weglassen. Dieses experimentelle Fahrzeug hat ja laut den Informationen, die ich gesehen habe, da war eigentlich so gut wie nichts dran. Interessant ist auch hier mit den Kanonenblenden, welche ihr denn da nehmt. Da sind ja ein paar im Angebot. Hier würde ich mich am ehesten auf Bilder verlassen. Zum Glück ist das Ganze ganz gut ja, dokumentiert worden. Und es gibt auch für diesen frühen Tiger von Jens gibt es da ein hervorragendes Buch, wo der Werdegang des Tigers wirklich, wirklich sehr gut dokumentiert ist. Aus dem Verlag, ich weiß das gar nicht.
gar nicht genau mehr. Müssen wir mal gucken, Jens und Tiger und so. Da müsste auf jeden Fall was aufploppen. So, hier auch noch diverse Anbauteile, wobei wir hier für den Auspuff bzw. die Luftreinigungsanlage die meisten Bauteile gar nicht brauchen. Hier auch wieder das Leitmotorverfahren, das einfach auch mal der Vollständigkeit halber mal gezeigt. Schwupp. So, ihr seht, hier haben wir auch noch einige Bauteile, gerade für die frühen, nicht für die Initial-Version, also für die Vorserienvariante, sondern hier für die Tropenvariante, die dann ja einige Zeit auch eingesetzt worden ist. Da haben wir hier die Filter, da gehört das ja zu diesen Filteranlage damit hinzu. Die können wir getrost auch vergessen. Ein schönes Plätzchen, wie gesagt, im gelben Sack suchen oder alternativ, wer es aufheben möchte, auch gerne in der Ersatzteilkiste. Die freut sich sowas und gerade wenn man ältere Bausätze hat, wie zum Beispiel Tamiya, kann man das da hervorragend mit aufpeppen. Ich weiß noch, dass man da immer so einen alten Vinylstrumpf drüber ziehen musste, der dann ja gar nicht so schön aussah. Und naja, auf jeden Fall kauft diesen Bausatz, dann habt ihr das praktisch als Bauteil mit dazu übrig. So, aber natürlich andere Bauteile werden hier benötigt und daher macht dieser Spritzling Sinn. Warum nimmt man nicht immer alle Bausätze gleich raus oder alle Bauteile? Das macht ökonomisch oder ökologisch ganz oft gar keinen Sinn, weil wenn jetzt diese Teile hier oder die Teile nicht rausgenommen werden, wenn das jetzt so ganze Ecken sind, dann ist das immer kein Problem, das rauszunehmen, da praktisch ein Blindstopfen auf die entsprechende Form zu packen, aber halt so bei größeren Sachen oder bei diesen speziellen Sachen dort mittendrin ist das nicht möglich. So, dann hier auch diese Bauteile hier, die wir hier haben. Da sind auch einige gerade für die frühe Variante nötig. So, da sind wir auch schon fast wieder durch. Was haben wir hier noch? Ätzteil haben wir hier noch. Dann haben wir hier noch Klarsichtteile. Dann den großen Deckelbob. Und wir haben hier ein Stück, ja, sehr leicht zu biegendes Metall. Das ist vorne für die Lampe, wenn ich vorhin richtig geguckt habe. So, und das ist wirklich super biegeleicht. Also da muss man eher aufpassen, dass man es nicht zu doll oder zu schnell verbiegt, dass man es nachher wieder gerade kriegt. Dann haben wir hier klare Klarsichtteile für die Optiken. So, auch das ein alter Bekannter. Das hat Reifield ja schon seit einiger Zeit im Programm. Und natürlich die Ätzteile, wobei ich auch einige Bilder gesehen habe, wo besagtes Feingitter gar nicht drauf war. Gerade bei den Versuchsträgern, da war es ja viel wichtiger, das auszuprobieren, als das, ich sag mal, vor größeren Schmutzteilen zu schützen. So, dann sind wir auch schon mal am Ende. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel Quark erzählt. Also, eine ganz interessante Geschichte. Wie gesagt, das Fahrzeug hat es tatsächlich so gegeben. Im Krieg ist es so nicht gezogen. Da wurde ganz viel dran rumexperimentiert. Einiges natürlich noch verbessert. Der vom Preis ist das okay. Gerade wer die Geschichte vom Tiger ja vervollständigen möchte, so vom Urtiger, von diesen ganzen Sachen, auch vom Vorläufer, da hat ja Trumpy da eine Sache, sieht aus wie ein zu groß geratener Panzer 4, einiges im Programm, von mir dafür Daumen hoch, das geht alles soweit in Ordnung, hab da nichts groß zu mäkeln oder zu meckern gefunden, die Experten mögen mich jetzt nicht zerreißen, sollte ich das ein oder andere ein bisschen eventuell falsch erzählt haben, man möge es mir nachsehen, dann bedanke ich mich wieder ganz herzlich für euch, wünsche euch eine schöne Zeit, freue mich aufs nächste Video und natürlich über eifrig über eure Kommentare. Bis dahin, euer Christian, macht's gut.